Die Volkshochschule unter der Leitung von Direktor Dr. Streibl bietet den Künstlern immer wieder die Möglichkeit, ihre Werke auszustellen. So auch Herrn Ottfried Lichtblau, dessen Ausstellung unter dem Motto Reminiszenzen stattfindet. Gezeigt werden Motive aus der Architektur, Landschaften, aber auch Stillleben, Akte und Makaberes. Die Werke sind in verschiedenen Techniken wie Grafik, Aquarellfarbe, Acrylfarbe gefertigt worden. Wir haben den Künstler in der Volkshochschule getroffen und bekommen eine Führung durch die Ausstellung. Wie ich zur Malerei und zur Zeichnerei gekommen bin, das war eigentlich schon relativ früh. Ich habe eine technische Ausbildung genossen an der Technischen Universität Wien und bin als Architekt ausgebildet worden. Und als Architekt ist man bald einmal verheiratet mit dem Bleistift. Das war also früher so, hat sich aber in den letzten Jahren insofern geändert, als es heute der Computer ist, der also diese Aufgabe, die Planungsaufgabe übernimmt. Es hat dann nach dieser Zeit hat es eine große zeitliche Zäsur gegeben, beruflich begründet, familiär begründet und erst in den letzten 15 Jahren, angeleitet durch meine Frau, einen Ersatz zu finden für das Windsurfen, ist also wieder die Zeichnerei und die Malerei aktuell geworden. Wesentlich dabei war auf Zakynthos ein Aufenthalt in der Sommerakademie, wo es also sehr schöne Angebote, Aktzeichnen, Acryl- und Aquarellarbeiten also und Betreuung angeboten wurden. Und genau das ist also das Programm, das eigentlich in den letzten 15 Jahren für mich interessant war. Und so ist auch die Ausstellung gestaltet. Es gibt einen Part mit Grafik, es gibt einen Part mit Aquarell und es gibt einen Part mit Acrylmalerei. Es ist dies hier, wo ich verweile, ein Bild, das in Acryltechnik gemalt ist. Das heißt in meinem Fall, es ist ein Grundkarton, ein Spezialkarton als Untergrund. Nicht ein Leinen wird verwendet, sondern es geht also darum, auch bei mir Platz zu sparen. Und auf diesem Karton wird die Farbe in einer Spachteltechnik aufgetragen. Spachteltechnik heißt, dass man mit einer Spachtel, die mehr schmäler oder breiter ist, Farbe aufnimmt und direkt ohne weiteren Untergrund auf das Bild draufsetzt, beziehungsweise dann im Weiteren modifiziert. Es zeigt das ein Mehrfachporträt von mir, wenn man ein bisschen Fantasie hat. Man findet einige Ansatzpunkte, eine hohe Stirne, man sieht also die Brillen, die Nase und den Mund und da diesen Dreitagesbart, den ich also immer trage. Es ist nicht ein einfaches Porträt, es ist ein Mehrfachporträt, so wie man die Welt unterschiedlich betrachtet. Mitunter steht man auf und ist voller Fröhlichkeit und mitunter steht man auf und denkt sich, oje, was werde ich denn heute alles machen müssen, um es über die Runden zu kommen. Ich stehe hier vor einem Bild, das eine Windmühle im speziellen Fall von Kreta zeigt. Wir waren dort vor einigen Jahren im Sommer zu Besuch. Diese Windmühlen, die die Kreta an den Windkanten des Gebirges aufgebaut haben, haben natürlich heutzutage haben ihre Wirkung oder ihren Sinn verloren. Man sieht hier, nachdem die Segel nur mehr in Relikten vorhanden sind, sieht man hier, wie die Konstruktion dieser Windmühlen sich also darstellt, sehr raffiniert und sehr effizient. Insgesamt kann man eigentlich sagen, es ist ein Stimmungsbild, es passt alles zusammen. Die Witterung, grau in grau, ein bisschen die Tristesse von diesen Relikten des Segels und von diesem rauen Mauerwerk, dessen Verputz also längst verloren gegangen ist. Ich bin hier vor einem Bild, das auch in Acryltechnik gemalt ist, allerdings in einer besonderen Art und Weise. Auf einen Grundkarton, auf einen Spezialkarton wird das Seidenpapier aufgeleimt. Und diese Leimschicht ermöglicht, das Seidenpapier zu bewegen, Falten zu bilden, Blasen zu bilden und die Oberfläche richtig dreidimensional zu gestalten. Wenn der Untergrund und das Seidenpapier abgetrocknet sind, kann man sich überlegen, was man mit der vorhandenen Faltung macht. Es erfordert eine ziemliche Fantasie, um hier etwas zu finden, eine Gestalt zu finden, eine Form zu finden. Und diese Form wird dann flächig mit Acrylmalerei ausgefüllt und wird so zu einem Bild vollendet. Ich stehe vor einem Bild, das ich persönlich besonders liebe. Es ist eine Allegorie auf Griechenland und auf das Inselleben. Alles, was man in Griechenland schätzt, wenn man dort ist, ist also hier möglichst sichtbar und vereinigt. Es sind alte Ordnungen, Baukunst, alte Baukunst, eine dorische Ordnung, eine ionische Ordnung mit diesen wunderschönen Voluten. Aber es sind also nicht nur altes Gemäuer, ist hier gezeigt, es sind auch viele Segelboote, eine Seeschwalbe da oben, die also da munter ins Bild hereinfliegt. Allerdings auch Fische,
deren köstliche Zubereitung die Griechen also sehr kundig sind, aber auch im unteren Bereich eine Schildkröte, die gerade beim Eierlegen erwischt wurde. Ich stehe hier auf einer Wand, die der Aktzeichnerei und der Aktmalerei insbesondere gewidmet ist. Die besondere Wandgestaltung hier, die zu sehen ist, besteht darin, dass knapp nebeneinander maximal zwei oder drei Bilder hängen, nicht mehr. Das hängt mit der Merkbarkeit des menschlichen Gehirns zusammen. Hier ist Beispiel ein größerer Abstand, eine Zäsurdarstellung in einer ganz anderen dynamischen Form, ein größerer Abstand und dann ein Zweierrhythmus. Und in diesem Rhythmus ist die ganze Wand gestaltet. Das ist eine ungewohnte Situation, eine sitzende Position zusammen mit einer fliegenden Position. Wie ist das entstanden? Das entsteht dadurch, dass ich viel Zeit habe zum Zeichnen oder zu viel Zeit habe für meine Technik und ich dieses Blatt auch noch nutzen möchte. Und so ergeben sich plötzlich bei einer anderen Stellung des Modells ergeben sich Kompositionen, die nicht unbedingt vorhersehbar sind, die aber Beziehungsdimensionen haben. Wie dieses eine Modell auf das andere, auf den Rücken des anderen herunterschaut und wie also das zweite Modell hier in den Untergrund, also wegschaut, ist eine Beziehung, die man definieren kann. Jeder wird das anders machen, aber es ist eine Frage an den Beschauer, was machen die beiden miteinander? Für mich ist es ein Zufall, für den Beschauer ist es eine Forderung. Es ist hier ein anderes Beispiel einer Aktzeichnerei, die ich also auch noch ein bisschen erklären möchte. Und zwar aufgrund der Zeiteinheiten, die zur Verfügung stehen, schon wie bei dem Bild vorher, ist es mir möglich, mehrere Akte auf ein Blatt zu bringen, auf ein Blatt zu zeichnen. Und das ist hier so der Fall. Es ist eine gedrehte Komposition, eine Aktzeichnung und eine gleiche Aktzeichnung gestürzt um 180 Grad. Die Form von diesen beiden Aktmodellen ist eine besondere. Sie ist parallel in der Axialität und hat also eine besondere Dynamik. Und diese besondere Dynamik resultiert einerseits aus diesem einheitlichen, schnell gezeichneten Strich. Man schaut das Bein, es ist eine Strichführung. Und diese Strichführung bindet das in einer besonderen Art und Weise zusammen. Und in Kombination mit einem zweiten Modell kommt es zu einer besonderen Dynamik des Bildes. Es ist hier eine Zeichnung von einem Tiefkühlschrank mit einem Skelett und dieses Skelett konsumiert gerade Frostschutz. Also ein witziges Thema. Die Frage ist, woher kommt das? Es kommt also das Ganze aus dem Aktzeichnen. Ich habe relativ bald, wie ich viel Akt gezeichnet habe, relativ bald gesehen oder erfasst, dass man das Skelett des Menschen kennen muss und auch das Muskelgewebe und die Muskelfasern kennen muss, um überzeugend so etwas zeichnen zu können. Und es hat dann irgendwann ein Ereignis gegeben, wo ich so ein Skelett in einer witzigen Situation gesehen habe. Ich glaube, das war von Professor Eisenmenger. Und ich dachte mir, dass man aus den Skeletten, die ich also vielfach gezeichnet habe, auch so etwas machen könnte. Und so ist eine ganze Serie von solchen Skelettbildern entstanden. Und diese Skelettbilder sollten natürlich auch etwas Witziges haben. Sie sollten nicht unbedingt traurig sein. Und so habe ich mich an Zwerge gemacht und habe Skizzen über Skizzen gemacht und die besten Skizzen sind dann zu Bildern verarbeitet worden. Wie also hier, dieser sogenannte coole Typ, wie er da in dem Kühlschrank sitzt und sich vom Frostschutz ernährt. Ich bin schon von vielen Leuten, denen ich diese Skelette gezeigt habe, gefragt worden, ein bisschen sarkastisch, wie es mir wohl ergangen ist, wie ich also diese Skelette da kreiert habe. Und ich muss sagen, ausgezeichnet. Es waren witzige Zeiten. Immer wenn mich meine Frau hat kichern gehört im Atelier, hat sie gewusst, ich arbeite gerade an einem neuen Skelett. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist das Zeichnen auf den Reisen. Und das ist hier so eine Zeichnung. Auf weißem Papier eine reine Bleistiftzeichnung, eine reine Grafik. Sie zeigt aus Prag oder von Prag die Teinkirche von einem hinteren Gässchen aus gesehen. Es ist eine raffinierte Zeichnung. Die Zeichnung zeigt hier eine Spannung auf dieser Seite und eine gegenläufige Spannung auf der anderen Seite. Es ist ein perspektivischer Trick, wie also hier gezeichnet wurde. Und zwar so,
dass man, wenn man in die Höhe schaut, auch wirklich den Eindruck hat, man schaut in die Höhe, weil die Perspektive links und rechts stimmt. Und wenn man geradeaus schaut, dann stürzen diese Linien nicht, sie sind gerade und man schaut auch wirklich geradeaus. Beziehungsweise, wenn es also da noch hinuntergehen würde, wenn also da irgendwo eine Unterführung würde, dann würde sich diese Spannung in die entgegengesetzte Richtung und man würde auch, wenn man drauf schaut, richtig hinunterschauen. Also eine trickreiche, anspruchsvolle, reine Bleistiftzeichnung. Das Bild, das hier an der Wand hängt, ist die zweite Ausführung. Und sie ist bereichert durch verschiedene Figuren. Ein Beispiel, diese Figurengruppe mit diesen Spielern, mit diesen Musikanten, sind von Pablo Picasso. Dann sind hier drei Grazien von Fouquet, sind hier verwirklicht. Man sieht ganz typisch die weiblichen Formen und insbesondere dieser Kopf, der auf eine Skulptur von Bernini zurückgeht. Es handelt sich dabei um die Danae, die von einem Gott Apollo verfolgt wird und die genau in dem Zeitpunkt, wo sie von Apollo berührt wird, sich in einen Baum verwandelt, und zwar in einen Ölbaum. Als Pendant zur rechten Seite mit den weiblichen Figuren und den weiblichen Bäumen, auf der linken Seite die männlichen Figuren und die männlichen Attribute. Die Ausstellung steht unter dem Motto Reminiszenzen. Das ist altersbedingt und ist arbeitsbedingt. Man versucht immer wieder mit zunehmendem Alter, versucht man Rückblicke zu suchen, ob man was Gescheites gemacht hat im Leben oder ob man die Zeit nur versäumt hat. Und irgendwo so eine Bestätigung, so eine Selbstbestätigung und so ein Selbstrückblick ist also die Ausstellung, so ist die Ausstellung gestaltet. Ich bin da sehr froh, dass mir der Herr Direktor Streibel, das ist der Chef von diesem Etablissement, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, diese Ausstellung hier zu machen.